ganz herzlich willkommen, meine Lieben. Ich dachte, da kommt noch mehr an Titel, aber das ist es im Wesentlichen. Willkommen zu Slot Waste. Wird wohl ein ziemlich seltsamer Knobler sein, glaube ich. So richtig verstanden habe ich es nicht. Aber wir finden das jetzt einfach mal gemeinsam raus. Los geht's. Ich sollte mir ein Pad nehmen, das habe ich getan. Ah, okay. Okay, also Kugelchen auffangen. Ich hoffe nicht, dass es deren AA ist. Obwohl, was immer aus denen rauskommt, will ich eigentlich nicht haben. Kann ich eigentlich hier hinten raus? Nee, kann ich nicht. Bin gerade nicht so gut. Reicht das? Was ist das überhaupt für ein Ding? Das sieht so organisch aus. Hm. Also für Erklärung bin ich offen, wenn ihr Idee habt. Das ist offenbar ein Teekesselchen aus einem Köpfchen. Hat jetzt viel Glas-AA im Kopf. Okay. Reizend. Ah. Okay. Ich kann euch umbringen. Ist das was Gutes? Oder ich lasse euch am Leben. Ist ja vielleicht auch nicht so schlecht. Ich weiß es nicht. Na, ich glaube, ich werde sie mal alle über den Jordan schicken. Nett. Als Belohnung bekomme ich einen Glibber. Das wollte ich schon immer haben. Ah, ich kann das Rädchen drehen. Ah ja, mit dem linken Stick kann ich das Rädchen drehen. Ah, da kommt was raus. Kriegt mein Teekesselchen-Mann vielleicht ein Teekesselchen-Weibchen? Nee, das sieht eher nach einem Knochen aus. Ein Fingerknochen, würde ich sagen. Hm. Aber das ist eine dieser Mu-Kühe. Ja, und das ist wahrscheinlich zur optischen Vermessung, weil wir irgendwas darüber wissen wollen. Ah! Okay. Ach, ich kann's raspeln. Verstehe. Ich verrasple jetzt diese Mumie. Das ist doch eine Büffelmumie, ne? Glaube ich. Eigentlich habe ich den Eindruck, spielt es eh keine Rolle, was ich glaube. Was ist das? Ein ziemlich dickes Vögelchen aus Gold? Oder Kupfer, diese Patina. Passt eher nicht zu Gold. Aber für Kupfer ist es zu hell. Was bist du? Aha. Achso, ich werde wahrscheinlich das Vögelchen fangen müssen. Aber dazu müsste ich das irgendwie anders ausrichten. Ah, wenn er die Flügel spreizt. Na komm. Jetzt? Ah! Das macht natürlich Sinn. Glaube ich. Oh, was wird das jetzt?
Das war das Köpfchen, oder? Wir haben das Köpfchen zu einer Kiste gepresst. Und dafür der ganze Aufwand für ein Metallkästchen. Ja gut. Also, ich stelle nur Fragen. Ah, da kommt unser Teekesselchen-Mann wieder. Warum auch immer. In dem Spiel ist nichts schön oder logisch oder irgendwas. Das ist ja reizend. Okay. Was? Schau, wie schön er fliegt. Und wir dürfen ihn aufs Butthole gucken. Danke. Was haben wir hier jetzt? Das ist eine welke Aubergine. Hi, du siehst so traurig aus. Die fallen doch eher runter. Warum sollte ich sie schneiden? Ach nee, die fallen gar nicht runter. Die ziehen sich wieder zurück, ne? Ah, okay. Deshalb soll ich sie schneiden. Den ganzen Graben voll machen mit diesen Bömmeln. Ich weiß auch nicht. Das ist ein Diaprojektor oder eine Aktivbox, ein wasserstoffgekühltes Fässchen Bier. Ah, ich muss sie zermusen, um ein Säftchen draus zu machen. Warum auch nicht? Also. Das gibt ein nettes Schälchen Birnensaft. Oder Birnen. Griebsch. Matsch. Weiß ich nicht. Jawohl. Dann müsste das Schüsselchen aber bald voll sein. Mal sehen, welches Tier wir damit anlocken. Andererseits wofür? Wir brauchen kein Leib mehr für einen Kopf. Aber vielleicht noch ein Metallschälchen. Wer weiß? Gut, es ist voll. Es ist angerichtet. Wer mag, bitte sehr. Habe ich selbst gemacht. Aus dem Exkrementen einer traurigen, fauligen Aubergine. Das ist die gehobene Küche, von der alle reden. Trinkt er das jetzt selbst? Nein, ein Schweinchen, das aus seinem Munde tritt. Oder ein Dackelembryo. Oh mein Gott, was geht hier ab? Es scheint dem Geruch zu folgen. Die Äuglein sind noch zu. Ist das eine besonders seltsame Art des Säugens? Dass man über den Strunk etwas ausscheidet und es zu einem Brei zerpresst, um
dann dem Nachwuchs was zur Speise zu gereichen? Bin ich der Einzige, der die Vorstellung ekelhaft findet? Ist überhaupt noch jemand dran? Da lässt sich echt Zeit, oder? Vielleicht brechen wir einfach ab. Ich glaube, der schafft das nicht. Der verendet, bevor er dort ankommt. Das wäre besonders frustrierend. Vielleicht sollte ich uns diese Frustration ersparen. Na gut, er hat es geschafft. Und, mundet, haben wir es gut gemacht. Ich nehme nicht an, dass du zahlst. Du hast ja nicht mal ausgetrunken. Und jetzt ruht es sich aus, okay? Ich hinterfrage nicht, ich beschreibe nur. Und es hat gerülpst. Ich nehme an, das war jetzt den Aufwand wert. Er rülpst ein organisches Partikel in einem Bläschen aus. Kann ich das irgendwie steuern? Nein. Ich kann nur zuschauen. Okay, das kam jetzt unerwartet. Kriege ich das wieder oder was passiert jetzt damit? Hat er das weggeworfen? Ah nein, okay. Es wird noch einem Zwecke zugeführt. Oh Gott, was ist das schon wieder? Ah. Ich muss warten, bis die sich aufblähen und dann muss ich die hauen. Und dann brechen sie Walnüsse aus. Das ist ja toll. Da kommen die Walnüsse her. Haben wir gerade hier wieder was gelernt? Bildungsauftrag erfüllt für heute. Ah, nicht aufgepasst. Ah, das war nicht fair. Ah, du warst das. Ich finde, reicht auch, oder? Wie viel brauchen wir davon? Na. Achso. Wir waren fertig. Darum. Wird uns jetzt ein Walnusseis daraus gemacht? Oder ein leckerer Walnusskuchen? Eine Partei. Okay. 12 Stück nehme ich an. Ist mehr. Ah, ich muss sie auf diesem Brett in die Löcher verteilen. Das Brett, das bin ich. Kommt, die Kügelchen. Alle in eure Löchlein. Zum Glück könnt ihr ja nicht wieder rausrollen, sonst wäre das hier eine ziemlich biestige Angelegenheit. So, das letzte Kügelchen muss noch an sein Plätzchen. Na, jawohl, siehst du. Ah, da haben wir auch unser Vogelkopfkistchen wieder. Hat schon irgendjemand die Idee, worauf das Ganze hinausläuft? Da haben wir Auberginchen auch wieder.
Ein Küken. Keine Ahnung, ob ich mich darüber freuen soll, aber es ist jetzt nun mal da und wir müssen damit irgendwie klarkommen. Also ich will es nicht haben. Will jemand anderes vielleicht? Okay. Das war ein kurzes Vergnügen. Sind wir damit fertig? Oder wie? Oh. Sind das Köpfe? Oh ja. Kopfwürmer. Kopfkarotten. Hey, fein, hier müssen wir sie zerkleinern. Oh ja, das durfte ich tun. Welcher Teil wird denn jetzt verwendet und welcher weggeworfen? Wollen wir sie hirnlos oder gesichtslos? Ah, offenbar brauchen wir die Schädelkalotten. Und weg mit den Gesichtskarotten. Ich fürchte, ein Wortspiel, von dem kaum einer was hat. Also die Schädelkalotte ist das Schädeldach. Jawohl. Und das sind jeweils 10er Portionen. Das ist ein bisschen komisch, weil es sind ja 19. 5er Portionen. Wir haben jetzt 15 geschnitten, jetzt dürften eigentlich nur noch 4 kommen. Aber vielleicht gelten auch die Gesetze der Mathematik hier nicht, wer weiß. Wahrhaftig. Oder sie haben sich vermehrt in der Zeit. Sie haben ja auch sonst nichts zu tun. Es sind wahrhaftig deutlich mehr. Tja, wer würde jetzt noch erkennen, was das ist? Es können auch Fingerkuppen sein oder Korken. Oh nein, der Kreislauf schließt sich. Da kommen also die Büffel her. Aus Karottenköpfen. Und wer bist du? Will ich dich kennen? Ein Pferd? Das wäre jetzt mein Tipp. Aber in der Bizarro-Welt laufen die Dinge anders. Ja, lass dir Zeit. Ich bin noch ein bisschen länger hier. Alles gut. Ja, es ist ein Pferd. Oder es sieht zumindest nach einem Pferd aus. Okay, es ist den Hirnstampf. Was wohl mit dem Leben dieses Objektes da hinten nicht vereinbar ist. Oder es schläft einfach. Also,
Ich verstehe diese Welt nicht. Ah, toll. Jetzt können wir wieder uns eine Rosette anschauen. Oh nein, nein, nein! Bitte nicht. Nein. Ah. Ah. Oh nein. Nein, nein, es reicht. Weggucken, alle weggucken. Ich sag, wenn es vorbei ist. Oh Gott. Oh, jetzt auch noch daneben. Ach so, ich muss wahrscheinlich das Ding bewegen. Ah! Ich Mist. Also ich muss hingucken. Aber es gibt offenbar nur zwei Entfernungen. Gut, das macht's leichter. Haha! Ich glaube immer vorne, weil da die Fall... Entfernung, also der Fallweg kürzer ist. Oh, jetzt kann ich nicht mehr. Ich scheine genug zu haben. Ich habe wahrlich genug. Ja. Und was bist du? Ein... Mami? Muss ich was tun? Ah, der Nasenmann-Teekesselchen-Typ ist wieder da. Aus den Exkrementen eines Pferdegeistes entstiegen. Oh Gott. Ich finde erschütternd, dass das Lied gerade echt schön war. Ach gut, ich wollte ihn gerade fragen, wo er hin will. Die Richtung ist mir lieber als das, was ich befürchtet habe. Wir sehen die Anlage im Überblick, was sie nicht eben besser erklärlich macht. Kann mich bitte mal jemand ganz fest drücken? Ich habe Koma. Ich kann das nicht verarbeiten, was hier passiert. Nein. Wirklich? Ist das der Kreislauf des Lebens? So lasset mich denn sterben. Ja.
Und deshalb hat der Hinduismus das Nirvana erfunden. Das Bedürfnis, aus dem Kreislauf auszubrechen. Ihr habt das zuerst gesehen. Ich glaube, jetzt ging es wieder von vorne los, wenn überhaupt. Ich hab die Nase voll. Ich hoffe, ihr hattet etwas Vergnügen daran. Oder zumindest keine Übelkeit. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zusehen, wünsche alles Gute. Bis zum nächsten Mal.